Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gerati TV. Heute wieder mal mit einem Peter-Thema. Wie ihr schon auf dem Bildschirm seht, hat Peter wieder mal versucht, mich zu triggern. Nur leider, muss man sagen, konnte ich Ihnen hier wieder einmal nachweisen, dass Sie einfach nichts anderes als Betrug begehen. Also Sie behaupten hier zum Beispiel, dass ein Mr. Kiko Coffee den Kopi Luwak aus dem Sortiment streicht. Dumm nur, wenn Mr. Kiko mein Kunde ist und ich ihm seit Jahren bereits mit Kopi Luwak liefere und er erst im September, Anfang September, glaube ich, 5. September habe ich das weggeschickt, erst 3 Kilo Kopi Luwak bei mir bestellt hat. Schauen wir uns das mal an, wie Peter darauf kommt. Peter verweist, dass eben Peter USA angeblich dort war. Wir können uns den Artikel mal anschauen. Ich habe den gleich mal übersetzen lassen. Mr. Kiko Coffee und Wein willigt ein Kopi Luwak nicht zu verkaufen, nachdem Expos zeigt, dass sie mit Kasse lebenslang in schmutzigen Käfen gehalten werden. Hier muss man definitiv anmerken, es gibt Wild-Kopi Luwak, zertifizierter. Und dann gibt es eben Kopi Luwak in Käfighaltung. Wobei die Käfighaltung nicht so vorhanden ist, wie sie Peter die vorzeigt. Ich habe ja schon mehrfach nachgewiesen, dass diese angeblichen engen Käfchen, die Peter dort vorzeigt, in der richtigen Kopi Luwak-Produktion überhaupt nicht vorhanden sind. Es gibt sogenannten, findet man zum Beispiel auf Bali auch, sogenannte Kopi Luwak-Kaffee-Shops, wo eben in so einem kleinen Käfig ein, zwei Zivilkatzen drin sind. Aber das hat nichts mit Kaffeeproduktion zu tun. Man braucht bloß mal sich dort umschauen und mal fragen, wo überhaupt die Kaffeebäume stehen. Dann wird man keinen Einzel sehen. In der Regel haben wir da ein, zwei Kaffeebäume und wo stehen und das war's. Dann kann man kein Kopi Luwak produzieren. Also es ist völliger Humbug. Ich kenne ja, wie gesagt, Herrn Kiko persönlich und habe auch seine WhatsApp-Nummer und habe dann einfach mal heute früh, also gestern Abend hatte ich ihn mal angeschrieben, aber durch die Zeitverzögerung, er lebt in Hollywood, nicht L.A., sondern Hollywood, Florida, habe ich dann einfach mit ihm mal gesprochen heute Morgen und wie sich herausstellte, ist das einfach alles nur Lug und Trug von Peter. Er selbst sagt, also bei ihm war niemand von Peter und hier behaupten, Peter USA behauptet ja, dass er eben Unterstützer, Peter Unterstützer bei ihm waren, ihm da oben das vorgezeigt. Bei ihm waren angeblich keine von Peter. Das Einzige, was er gemacht hat, er hat seinen alten Shop offline genommen. Und ich vermute mal jetzt, dass Peter irgendwie mitbekommen hat, dass eben dieser alte Shop eben offline gegangen ist, wo er eben auch Kopi Luwak mit drin hat und deswegen einfach die Behauptung aufstellt, er hätte jetzt einfach den Kopi Luwak Verkauf eingestellt. Aber dass dieser mehrere Firmen betreibt und eben auch mehrere eigene Marken, unter denen seinen Kaffee vertreibt, das begreifen Sie ja. Wir können uns das Ganze mal angucken. Also, erstmal geht es hier um Mr. Kiko Coffee. Die Seite ist erstmal nicht mehr erreichbar. Genau, hier sieht man, also die ist zum Verkauf. Und ich habe dann einfach mal bei Archivo.org einfach mal geschaut. Also die ist seit 1. November ist diese Seite offline genommen worden. Also der komplette Shop, der hat nichts damit zu tun, dass er nur den Kopi Luwak Verkauf eingestellt hat, sondern er hat den Shop einfach Mr. Kiko aufgelöst. Dann vertreibt er unter Sweet Kopi Luwak eben italienische Kaffeeröster und Kaffeemühlen und eben diverse Zubehörteile. Ja? Und eben auch Kopi Luwak, das habe ich dann einfach mal gesagt. Es gibt zum Beispiel Mr. Kiko Coffee und Wein, was eben hier angesprochen wird. Wird hier noch Kopi Luwak und das Zertifikat von mir, wie gesagt. Jedes Mal, wenn er Kopi Luwak bestellt, bekommt er von mir dieses Zertifikat ausgehändigt, wo dann eben unten draufsteht, wann es geliefert wurde, aus welcher Charge es stammt, dass man das sozusagen nachvollziehen kann und ob es sich um Wild-Kopi Luwak oder eben Käfighaltung, das ist definitiv zertifiziert. Und er hat, wie gesagt, Anfang September erst 3 Kilogramm bei mir bestellt und die habe ich auch ihm geliefert.
dann mal nur eine Marke zu zeigen, was eben auch von ihm ist. Das ist die Enzo Coffee, wo unter anderem hier genau Mr. Kiko sein Kaffee, wo er eben auch bei Amazon aktiv ist. Verkauft zum Beispiel auch Blue Mountains und unter anderem eben auch meinen Kopi Luwak. Da Enzo, das ist eben auch seine Marke. Dann hat er natürlich noch mehrere Eigenmarke. Diese Mr. Kiko hat er jetzt den Shop dicht gemacht. Er vertreibt natürlich dort noch ein Ladenlokal, wo er eben Kaffee verkauft, aber wird man eben auch weiter seinen Kopi Luwak trinken können. Wie gesagt, ich habe ja bereits mehrfach Peter mal angeboten, die sollen doch einfach mal in Indonesien kommen und mit mir gemeinsam einfach mal diese angebliche tierquälerische Haltung besuchen. Damit man einfach sich mal anschauen kann, okay, diese gibt es wirklich, wie Peter das behauptet. Ich bin der Meinung, also nach meinen Erkenntnissen, die ich besitze, sind die Videoaufnahmen, die Peter jetzt auch gelöscht hat. Wie gesagt, es gab ja mal ein Peter-Video, wo so eine Katzenhaltung angeblich so eine Transportkiste aus Plastik. Es hat hier kaum jeder so eine Plastikkiste. Die sind eigentlich generell irgendwelche Käfigen aus Holz, also Plastik nutzen, weil es ist viel zu teuer. Und dieses Video wurde dann gelöscht, nachdem ich dort ein bisschen Kritik geäußert und gesagt habe, das kann ja gar nicht so sein und so. Und man verwies dann eben das BBC-Video. Was eben auch noch lustig ist, Peter hat solche Angst vor mir. Ich habe zwar hier die aufgerufen, aber das habe ich eben mit einer VPN-Connection, also einer anderen IP-Adresse. Man sperrt einfach mal meine IP-Adresse, weil man so eine Angst vor mir hat, dass man richtig zittert und dann eben sagt, okay, wir verwehren eben mir den Zugriff auf die Seite, wobei ich eben das ein bisschen, ich sag mal, rechtlich fragwürdig halte, weil immerhin ist das eine offizielle Seite und nach dem Grundgesetz hat man ja ein Anrecht auf freie Meinungsbildung und ich vermute mal, also ich gehe davon aus, dass diese ist ja in dem Sinne ein virtuelles Hausverbot eben rechtlich fragwürdig ist. Aber das schauen wir uns dann mal in Ruhe später mal an. Wie gesagt, von Peter war keiner vor Ort, laut Aussage von Enzo Kiko. Das Ganze ist alles nur wieder Betrug von Seiten Peter. Und dass man hier von Seiten Peter Deutschland darauf anspricht, kann eigentlich nur dazu dienen, um mich wieder mal ein bisschen zu triggern. Aber ich gehe darauf gerne ein, wenn ich nachweisen kann, dass Peter nur Betrügereien im Kopf hat. Allein wenn man sich die Sachen mal anschaut hier, unterstützen Sie unsere Arbeit für Tiere mit einer Spende. Was macht denn Peter, wenn es wirklich tierquälerische Arbeit gibt für Schleichkatzen? Nichts. Es gibt keinen Peter in Indonesien. Sie machen nichts. Sie kassieren die Spenden. Und wie ich bewiesen habe, lebt Peter ja in der Schweiz selbst ein Luxushotel. Und zahlt dafür mehrere hunderttausend Euro Mietkosten im Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Und dort fließen die Spenden hin, nicht für Tiere. Okay, das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal. Bis zum nächsten Video. Tschüss!